So, willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar habe ich meinen Einzel-BMW, den M140, jetzt schon 6 Monate lang. Und ich wollte mal abschließend ein paar Worte zum Auto sagen. Ein paar Vorteile, ein paar Nachteile, was mir nicht gefällt, was mir gut gefällt. Ja, ich würde auch nicht länger dran rumfackeln. Das Auto steht hier. Ich wollte es eigentlich noch waschen. Ist richtig gutes Wetter eigentlich. So, die Sonne ist jetzt ein bisschen rausgekommen. Ja, ich bin ein bisschen erkältet, aber ja, hier steht das gute Stück, gewaschen ist nicht, also der ist schon dreckig. Ich wollte ihn noch waschen, aber ja, wie gesagt, hier vorne seht ihr die Stoßstange, die Felgen. Ich habe diese 18 Zoll Felgen, ich feiere die übertrieben, sehen geil aus. Ich habe auch nur die Felgen. Sind noch Winterreifen drauf, da kommen dann Sommerreifen rauf. Wäre geil gewesen, wenn es die in 19 Zoll gibt. Die gibt es aber nicht in 19 Zoll. Also meines Wissens nach. Hier hinten, man. Den Sticker habe ich dran gelassen. Ich weiß nicht. Ist nicht zu übertrieben, ist schlicht eigentlich. Deswegen habe ich ihn dran gelassen. Ja, das M-Logo. Wie gesagt, dann hier. Das gefällt mir jetzt nicht so, das werde ich auf jeden Fall noch ändern. Beim 40er M140 sind die Teile und die Teile hier in Silber oder was es halt sein soll. Sieht halt schon, ja, scheiße aus. Auch so übertrieben nach Plastik. Schiebedach habe ich keins. Wie gesagt, hinten gefällt das Auto mir eigentlich am besten. Ist echt geil. Ja, die zwei Auspuffblenden, was soll man dazu sagen? Klappenauspuff. Könnte eigentlich etwas lauter sein, okay? Aber ist in Ordnung. Ja, zum Sound. Wie gesagt, ist in Ordnung. Könnte eigentlich ein bisschen lauter sein, aber mittlerweile durch die ganzen Normen, die da erfüllt werden müssen, ist auch, glaube ich, echt schwierig für die Autohersteller. Hier habe ich auch noch einen Entenmann-Sticker. Er ist nicht so übertrieben, deswegen habe ich es einfach dran gelassen. Sieht eigentlich voll geil aus, voll nice. Ah ja, Schleichwerbung hier auch nochmal. Entenmann. Wie gesagt, Kennzeichen habe ich auch 1,40 genommen. Ich hatte davor immer so kurze Kennzeichen. Ein Buchstabe und zwei Zahlen oder so Faxen. Aber es ist auch ununterbrochen rausgezogen. Da bin ich automatisch der Tuner. Also die M-Stoßstange. Die gibt es ja, glaube ich, beim M-Paket. Oder halt beim M-Modell. Kommt echt nice. Was ich geiler finde beim Facelift als beim Vor-Facelift sind auf jeden Fall die Scheinwerfer. Die sind halt flacher. Sieht viel aggressiver aus. Bei dem Vor-Facelift-Modell sind die halt so rund. Also sieht schon scheiße aus, muss man schon sagen. Ja, sonst an sich, Leistung hat der echt gut. 340 PS. Für ein originales Auto geht der auch richtig ab. Also ist eine richtige Rakete. Die streuen auch ein bisschen nach oben. Ich habe keinen Autopartikelfilter, also das ist bei den meisten dann offen, wenn da einer drin ist, da ist noch ein Kühler oder so, was weiß ich. Ja, Leistung hat er auf jeden Fall genug. Was gibt's noch zu sagen? Ja, Service steht bald an, ich fahre echt viel, beziehungsweise halt Ölwechsel, glaube ich, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ja, sonst platzmäßig, vorne ist echt geil. Ja, hier ist halt ein bisschen Müll drin, Schmerzmittel noch, weil ich ja operiert wurde. Was liegt hier noch drin? Geldbeutel, ja, Tankbelege. Ah ja, Nachteil vom Auto ist auf jeden Fall der Tank. Ich muss circa, ja, keine Ahnung, ich muss andauernd halt tanken. Der kleine Tank ist auf jeden Fall ein Nachteil bei dem Auto, dass er... Ich meine, wenn das Auto 7 Liter schlucken würde, dann wäre es wieder geil. Aber da das halt ein M ist, wisst ihr, wie ich meine, er schluckt er dementsprechend mehr. Und dann taucht er öfters an der Tankstelle auf. Also das feiere ich jetzt überhaupt gar nicht. Platzmäßig vorne richtig viel, richtig gut Platz. Was ich übertrieben feiere, sind die Alcantara-Sitze. Beste Entscheidung, also Leder würde ich mir gar nicht mehr holen. Sieht geil aus, aber was bringt euch das, wenn ihr keinen Komfort habt? Sondern das Ganze nur geil aussieht. Ich meine, im Endeffekt, das Auto soll ja auch irgendwo gemütlich sein etc. und nicht gut aussehen. Das verstehe ich überhaupt nicht.
Ja, wie gesagt, hinten ist echt wenig Platz. Aber was erwartet man von einem Einzel-BMW? Lenkrad hier ist geil. Ja. Sonst, was gibt's noch zu sagen? Was ich gerne hätte, wäre das große Navi. Das macht echt viel aus. Das ist ja nur ein Stück größer, aber macht schon viel aus. Sonst, Kofferraum gibt's echt viel Platz. Das Geile ist auch, dass die Rückbank umklappbar ist. Ich habe hinten nicht aufgeräumt, brauchen wir gar nicht aufmachen. Ansonsten, ja. Was gibt's noch zu sagen? Also war auf jeden Fall kein Fehlkauf. Ich feiere das Auto übertrieben. Kann ich auch jedem so weiterempfehlen. Ja, versicherungstechnisch zahle ich auch nicht so viel. Ja, wie gesagt, ist ein kleines M-Modell. Ich find ein relativ gutes M-Einstiegsmodell. Ja, das kann sich auf jeden Fall jeder leisten und ist geil, also wirklich. Ansonsten ja, auch einer der letzten 6-Zylinder. Ich meine, danach folgen nur noch 3-Zylinder oder die M-Modelle werden dann 4-Zylinder sein. Ja, ist halt traurig. Und der letzte Heck und der letzte Schalter. Ich habe hier einen Schalter. Schalter, ja, muss ich ehrlich sagen, feiere ich übertrieben. Ich meine, macht ultra Spaß, ja, ist echt geil. Ja, aber, wovon mich einige Kumpels überzeugt haben, ich meine, Schalter kauft sich echt nur ein Autofanatiker, der Schalten liebt. Wenn ich das Auto mal irgendwann verkaufe, die meisten, ja, die können auch mittlerweile nur noch Automatik fahren oder wollen nur noch Automatik fahren. Ist halt ein einziger Nachteil. Sonst noch eins, was ich nicht geil finde, aber kann man nachrüsten lassen, so Ambientebeleuchtung, weißt du? Hat mittlerweile jedes Auto außer der. Das finde ich jetzt nicht so cool. Aber sonst hier Alcantara. Geil. Gibt's nichts zu meckern. Geiles Alltagsauto. Ist wirklich ein Auto, was man im Alltag fahren kann. Feiere ich übertrieben. Sonst, ja. Ausstattung hat meine auch nur das Nötigste. Aber ist ein geiles Kfz auf jeden Fall. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich glaube, mehr gibt es zu dem Wagen auch nicht zu sagen. Falls doch, werde ich das Ganze noch wann anders mal tun oder so. Was weiß ich. In diesem Sinne, ja, folgt mir auf Instagram, abonniert meinen YouTube-Kanal, liked das Video, teilt das Video, wenn es euch gefallen hat. Und in diesem Sinne sehen wir uns im nächsten Video. Peace.